So ho und ja, willkommen zu einer Ankündigung, beziehungsweise nicht Ankündigung, sondern ein kleines Lebenszeichen. Was ist denn so gerade mache wegen der Pro Wrestling Generation, die PWG, aber zuallererst, das Leute ist ein richtiger Vollhorst, denn ich habe mal so aus Spaß bei Google PWG eingegeben und da habe ich irgendwie gesehen, oh, da gibt es eine Wrestling-Liga. Liga, die PWG heißt. Deswegen habe ich mir gedacht, okay, scheiße ist, anderer Name. Habe ich überlegt, dann habe ich einfach den Namen gewählt, Sloyd Wrestling Liga, die SWL. So, wir haben es gleich 4 Uhr in der Spät, also nachts. Und ich will euch mal so die Superstars zeigen, die ich so bis jetzt gemacht habe. Also ich habe nicht viele gemacht, also es sind jetzt 8 Stück. Die anderen, also die habe ich selbst gemacht. Die anderen, die ich downloaden werde, mache ich erst später, weil gerade irgendwie sind die Server von WWE, Network, Community, bla bla blupsen, irgendwie nicht so gut. Und ich bekomme da kein Signal. Und eigentlich, ich habe gutes Internet. Es ist zwar von 1 von 1, die richtig kacke sind, aber es ist eine 20.000er Leitung. Also, ich zeige euch mal die, was da so ungefähr vom Style her. Da haben wir einmal Manuel. Also, das ist meine Wenigkeit, denn der Manuel, beziehungsweise das Leute will auch dabei sein, ne? Und hier könnt ihr ihn sehen, eigentlich. Hab ein bisschen bearbeitet, hat ein schönes, ja, Gimmick, ist so ein bisschen Legend Killer ran orientiert und ganz nett, finde ich. So, The Big E. Eigentlich soll es Big Evil heißen, aber weil der Name dann so blöd klingt, habe ich ihn einfach The Big E genannt. Ist ein bisschen orientiert an das mysteriöse Ministry of Darkness. Bekommt auch so ein Moveset von Kane ungefähr. Ist auch sehr, sehr groß. Also ich glaube, ist hier der größte im Roster. Hat eine Höhe von, ja, 2,18 Meter. Also der Junge hat's drauf. Da ist super Heavyweight. Sehr, sehr schwer. Und um diesen Jungen zu knacken, da braucht es schon so einiges. Ja. So, dann haben wir die beiden Nist. Die habe ich bei meinen, ja, Special gezeigt. Ich werde vielleicht noch ein paar anderen Specials machen. Mal sehen. Auf jeden Fall, wir haben jetzt hier den Gary. So. Kommst du mal? Ja, er sieht... Warte mal, ich muss mal die Unterhose kurz ein bisschen anders machen. Ich mag die gerade voll nicht, die Unterhose. So, nicht Outfit. Ah, was mache ich hier? Es ist schon 4 Uhr nachts, ey. Ich habe das Video auch jetzt spontan so begonnen, weil, ja... Wollte mal so ein kleines Lebenszeichen von mir geben. So ersetzen. Farbe. Farbe 1, ja. Machen wir den Farbton dann auf 25, hab ich immer gemacht. Find da den Ton eigentlich ganz okay. Ja, kann man schon ein bisschen da am Rand sehen. Sieht realer aus. Weil wenn man auf 0 macht, dann sieht es einfach so... Ja, total schwarz aus. Ist dann für mich nicht so real. So... Müsste ja so passen eigentlich. Ja, sieht doch viel besser aus, oder? Ja, auf jeden Fall sieht er so dann aus hier, ne? Das Moveset von ihm, das muss ich mir noch so überlegen. Kann man so vorstellen, so ein bisschen so Zack Ryder-mäßig. Das könnte ganz cool sein eigentlich, finde ich. So, fertigstellen. Ja, senden. Okay, jetzt wird er speichern. Also, es hat mir auf jeden Fall eigentlich sehr viel Mühe gegeben. Und ich hoffe, dass jetzt die Leute, die jetzt schon dabei sind, sich darüber freuen. Und ja, machen wir mal den nächsten so. Gregory G. Nelson. So, original bearbeiten. Und der junge Herr sieht dann ungefähr so aus. Ist ein bisschen muskulös, hat so einen ernsten Touch, wie ich finde. Bekommst du das Moveset von Kevin Nash ein bisschen, so Triple H, Kevin Nash, so ein bisschen so variiert mache ich das, ne? Ja.
Nichts Besonderes eigenes, einfach so ein ernster Typ, Powerhouse. Der wird die Gegner ordentlich vermöbeln. Das habe ich wirklich im Gefühl. So, dann haben wir Johnny Mundo oder Johnny Mundo. Sag einfach mal Johnny Mundo. Zuallererst, wirklich Respekt an die Person, die mir den geschickt hat, weil er hat mit Four Story geschrieben und den wirklich detailliert schon eigentlich so beschrieben, was er so drauf hat und so. Und ich bin begeistert davon gewesen. Ich habe das mit Freude gelesen und Dankeschön an die Person. Und er sieht dann ungefähr so aus. Also, kann auch mal das Gesicht zeigen, weil da habe ich wirklich sehr, sehr lang gesessen. Also, what the fuck, ey. So, ersetzen mache ich mal. Das Gesicht wird so aussehen. Also, ich finde es ganz geil eigentlich gemacht von mir. Sollte ein bisschen so diesen Touch von, ja, Sting haben. So ein bisschen so, hier, wie heißt er mal, von Batman hier. Der Clown. Ich weiß, ich komme gerade nicht auf den Namen, ey. Es ist so spät abends, ey. Boah, ich bin so müde. Ich muss um 13 Uhr arbeiten, muss um 12 Uhr aufstehen oder 11 Uhr, ja. Kacke. Auf jeden Fall, so ein bisschen mysteriös, ein bisschen verrückt in die Birne, auch deswegen die Klamotten. Also nicht so mysteriös, eigentlich so verrückt in die Birne. Ist auch relativ. Okay, ich habe einen groß gemacht. Ich wollte einen klein haben. Ja. Perfekt, dann kann das Video so als kleine, ja, Durchcheck für mich machen. Auf jeden Fall ist er so, ja, eigentlich klein. Ich glaube, er hat ihn ein bisschen kleiner gemacht. Ah, die Eigenschaften muss dann ändern. Okay, mache ich dann auch. Die Muskulatur hat auch gesagt, nicht so muskulös. Machen wir mal das Ereignis. Weil er hat nur geschrieben, der Wester soll nicht so muskulös sein oder nicht so eine imposante Statur haben, denn er hat dann so die Fähigkeiten so eines Brawlers Powerhouse. Deswegen mache ich so eigenes, so habe ich so Undertaker vorgesehen mit ein paar Sting-Elementen. Wie der Finisher von Sting, ich glaube, das passt eigentlich ganz gut oder irgendwie so ein Knockout-Finisher. Das könnte ganz gut passen, finde ich. Fähigkeiten werde ich noch bei allen anderen machen, also habe ich noch bei gar keinen gemacht. Schon auf jeden Fall die Schlagkraft, Griffkraft, okay. Kann ich leider nicht höher stellen, weil er halt so muskulös ist. Aber sonst habe ich ihn eigenes. Erholung und Fähigkeit. Erholung ein bisschen höher. Kann er den auch? Griffabwehr? Ja, machen da ein bisschen höher. Eigentlich habe ich ihn schon bei dem Rating, könnt ihr sehen, auf 95 hochgestellt. Okay, ist so ein bisschen. Na, warte. Kann auch ein bisschen was höher machen. Griffabwehr. Ja, 96. Habe ich schon sehr hoch eingestuft, weil er hat so viel Arbeit gemacht. Das muss auch belohnt werden. Und deswegen hat er ein hohes Rating von 96. Generell, die Superstars spielen so im Bereich von 70 bis, ja, 96. Also ich habe bis jetzt, ich glaube meiner ist, glaube ich, auf 100. Aber den wird auch ein bisschen so runterstufen auf. Mal sehen. Irgendwas im 90er-Bereich auch, weil ich bin halt so ein Ego-Typ, ne? Meiner muss auch einer der Besten sein. Und er hat schon sehr viel Erfahrung noch gemacht in meinen LPs. Nein, Spaß. Auf jeden Fall, der achte ist Bark Moush. Ich hoffe, ich spreche es ja auch. Bark Moush. Der hat das Moveset auch von Kofi Kingston, hab mir so vorgesehen. Und er sieht ein bisschen so rappermäßig aus, ne? So schwarze Hautfarbe, so yo, Ghetto-Style. Also haben wir schon eigentlich so cool vorgestellt. Ja, das war's eigentlich schon mit ihm. Also simpel gehalten, aber auch sehr genial, wie ich finde. Da kommt David Clash. Original, ja, bearbeiten. Sehr schön, sehr schön. So. Ja. Jetzt sagen alle, ist das nicht Jeff Hardy? Ja, es sollten ungefähr so machen, die Frisur von Jeff Hardy. Das Moveset werde ich auch so an Jeff Hardy orientieren. Mal sehen, ob ich irgendwas da finde. Ich kann mir wer schreiben, ich glaube, da gibt es ja so Moveset 1 bis 300, ne? Kann mir wer sagen, was von Jeff Hardy ist? Aber dann kann ich das einfach da so ja, einfügen. Habe mir dann eine Menge Arbeit erspart. Ich hoffe mal, jemand weiß das. Auf jeden Fall ein bisschen so wie Jeff Hardy, schwarze Hose und so.
Aber so wollte der junge Mann und sollte es bekommen. So, und der letzte wäre dann Fax oder Faxe, kann man auch sagen. Und da muss ich jetzt auch einen besonderen Dank aussprechen an den lieben User. Ich glaube, so FaxLP oder so, oder? Ja, so FaxLP, glaube ich. Auf jeden Fall ein ganz besonderes Dankeschön. Ich fand das Video toll. Also er hat richtig ein Video gemacht und hat auch, was ich auch sehr gut finde, er hat mit seiner Stimme kommentiert. Und das finde ich immer so geil und das finde ich geil. Das mag ich auch, also... Das war sehr gut und er hat ihn auch eigentlich sehr gut beschrieben. Werde das Moveset von CM Punk benutzen. Der Finisher muss ich noch sehen, weil ich für den Finisher mache. Also diesen einen kann ich ja nachmachen. Und dieser andere Finisher muss ich noch sehen, wie der geht. Oder ich mache halt einen anderen Finisher. Hätte mir auch so eine Vorstellung da gehabt von Brainbuster. Also so Fax LP. Wenn du den Brainbuster als Finisher auch gut findest, schreib es mir. Also ich finde ihn als Finisher eigentlich recht genial für das auch. Würde sehr gut reinpassen, finde ich. Ja, und das war's dann auch. So, und jetzt an alle unwissenden Abonnenten oder unwissenden Leuten. Was labert das Leute eigentlich von Sloyd Wrestling Liga, die SWL, was ist das? Das ist meine Fantasy-Liga. Wenn ihr da mitmachen wollt, müsst ihr mir eine PM schreiben mit SWL. Dann einmal, wie der Wrestler heißen soll. Und dann sowas aussehen. So, könnt detailliert machen, könnt ungefähr beschreiben. Ja. Und weiter. Ich denke halt nach. Finisher, Signature, könnt ihr mir auch sagen, so das Moveset ungefähr. Aber ich suche dann so was Passendes aus, was so eigentlich gut zu diesem Gimmick, was ich mir dann so vorstelle, in meinen ach so crazy gen Kopf. Ja, stell mir so vor und füge das so ein. Wer eine PS3 hat, der kann gerne einmal den Wrestler hochladen und mir dann sagen, was er suchen soll. Ah, es war sogar nicht angemeldet. Whoops. Okay, auf jeden Fall. Ja. Geh weiter, meldet an. Hab ich kein Internet? Doch, ich habe Internet. Auf jeden Fall gibt er dann... Ja. Ich sag euch, das Internet ist da so lahm. Ich versuche jetzt das zu machen, aber ich glaube, das passt nicht, oder? Doch. Also, Community-Inhalte. Ich glaube, jetzt geht's drauf hochladen und dann können wir uns den Substar so hochladen, ne? So. Ich kann auch mal was machen eigentlich. Das hat mein User gesagt. Gib mal auf Suche Leute ein, da findest du auch einen Wrestler von mir. Ich glaube, jetzt geht auch das auch einmal. Na, ich habe auch eine sehr, sehr lange Zeit da gesucht. So, ich gebe mal hier Leute ein. Da hat eigentlich die Person gesagt, da kommt eigentlich mein Wrestler. Mal sehen, ob da was kommt. Also, so weit kam ich auch eigentlich. Aber jetzt kam es schon recht schnell, deswegen habe ich eine gute Hoffnung da. Aber bei der Suche, da hat es lange gedauert, über 10 Minuten, und da haben wir gedacht, geht wohl nicht, ne? Auf jeden Fall, wer es gemacht hat, gibt dann was zu Namen ein oder sagt dann einfach, such unter das und das, downloade den da und fertig ist. Wann ich die Videos mache, beziehungsweise die Liga starte. Ich hoffe mal, ich kann morgen weiter downloaden. Ich hoffe es mal, weil es nervt eigentlich, wenn ich das nicht so schnell machen kann, wie ich es will. Ich habe ein bisschen Stress in der Ausbildung. Das heißt, es ist viel los und so und ja. Bekomme immer mehr Verantwortung da auch. Was auch gut ist. Auf jeden Fall, ich versuche das schnell über die Bühne zu bringen. Jetzt habe ich das Wochenende bald. Morgen arbeiten am Samstag. Um 9 Uhr bin ich wieder zu Hause, hab einen freien Tag dann am Sonntag, muss wieder Schule gehen am Montag und so weiter und so fort, ne? Ja. Auf jeden Fall, werde das irgendwie so zeitlich schaffen. So Sonntag habe ich viel Zeit. Vielleicht habt ihr das ja am Samstagabend irgendwie noch so unter einen Hut zu bekommen, das mit den Erstellungen und so weiter. Ja, mal sehen, wie es klappt.
bin auch jetzt vollkommen fix und fertig und labere jetzt hier noch irgendwie eine Viertelstunde lang. Wahnsinnig. Okay, es klappt auch nicht. Irgendwie, ihr könnt es selber sehen. Ich warte und warte und warte und suche nach erstellten Inhalten. Ja, das war schon bei der 13. Minute in diesem Video so und wird sich wohl nichts ändern wohl heute. Warte mal, ich gebe mal hier einfach mal so AJ ein. So, hier, AJ. Wenn das jetzt geht, ey, dann fress ich ein Besen. Warte mal. Brandheiß. Ja, ah, warte mal. Filter. Superstars. Geht's jetzt? Denke aber mal nicht, nee. Es lädt die ganze Zeit. Nee, nee, nee. So wie das nix hier. Ja, Speicher ab. Weswegen auch immer, Speicher ist ab. Auf jeden Fall. Gesagt, PM schicken. Entweder mit der Beschreibung, Signature oder was ich da suchen soll. Ich sag dir mal, ich wünsche euch noch so einen schönen Abend. Mit meinem Projekten geht es dann auch weiter. Also jetzt kommt ein Battle Kit. Und dann werde ich mal sehen, was ich so die Tage über noch aufnehmen werde. Ich hoffe WWE auch, also ich will das hier LP, ich bin heiß wie Frittenfett drauf, also hier Weltmus, boah, what the fuck, ey. Jetzt hat zum Beispiel hier Shawn Michaels gegen Jack Swagger gewonnen und jetzt hier, wer gewinnt hier? Eve und Faxe haben gegen Alberto und Beth Phoenix gewonnen. Wieso Faxe bei War? Egal, egal, egal. Faxe, du hast auf jeden Fall hier gewonnen. Auf jeden Fall. Ich wünsche euch hier noch einen schönen Abend nochmal. Alles Leute. Ciao.